Was anderes kann ich auch gerade nicht gerochen. Hm. Nützlich sein. Weil ich habe nichts verstanden. Was soll nützlich sein? Hier muss irgendetwas sein. Wenn wir diesen Leuten nicht reden. Ich habe gehört, die Inquisition. Hier ist Blut. Du glaubst doch alles. Inquisitor Lavellen, geht nicht in den Gesindeflügel, wenn euch euer Leben lieb ist. Kein Elf, der heute Abend dort hineingegangen ist, kam auch wieder heraus. Unser Mann sollte schon vor Stunden etwas im Garten abholen. Der arme Bastard ist jetzt vermutlich tot. Warum ist da Blut? What the fuck? Ich mag diesen Großherzog nicht. Habt ihr gehört, niemand was Gaspar so zu Herzog Germain gesagt hat? Zu seinem eigenen Volk? Muss ich ihre Pfützen wegmachen. Germain hat die Gehässigkeit seines Neffen besser aufgenommen als der Rest des Rates. Habt ihr diesen verängstigten Attaché gesehen? Na sowas. Mhm. Was haben wir denn hier? Okay. Ist alles verlogen. Die Frage, die elbischen Bediensteten. Bring diese Pasteten raus zu den Diplomaten. Die Herzogin hat zu viele davon bestellt. Ich kann sie nicht alle. Ne, wo soll ich hin? Ach, jetzt soll ich die. Glaubt raus. Irgendjemand ernsthaft, dass der Krieg heute vorbei ist? My Lord! My Lord Inquisitor! Können wir euch kurz sprechen? Es ist sehr wichtig. Die Kaiserin schickt uns mit einer Nachricht zu euch. Woher weiß ich, dass diese Nachricht wirklich von der Kaiserin kommt? Wir tragen alle drei Masken des Hauses Valmont. Sie zeigen an, dass wir öffentliche Vertreterinnen der Kaiserin sind. Außerdem sind sie ausgesprochen schick. Naja. Wie lautet die Nachricht? Das ist ja so aufregend. Kaiserin Selene brennt darauf, Andrastes Herold bei seinem heiligen Unterfangen behilflich zu sein. Sie sichert der Inquisition ihre volle Unterstützung zu, sobald der Thronräuber Gaspard besiegt ist. Ich brauche eine Allianz, kein vages Versprechen. Ihre Majestät glaubt an die Inquisition. Sie ist entschlossen, sie zu unterstützen. Und das wird sie. Sie ist Andrastes demütige Dienerin. Sie wird Gaspard ausstechen. Daran besteht kein Zweifel. Jetzt haben wir euch genug Zeit gestohlen. Bitte. Amüsiert euch auf dem Ball, Inquisitor. Irgendwie erinnere ich die drei an die drei Hexen von The Witcher. Ich stehe aber auch wieder sehr seltsam darum. Aufklettern. Jetzt bin ich aber gespannt hier. Ist kaputt? Ist ja Blut. Fordern mehr Statuen. Ey, muss man ja noch was Farben weiterkommt oder was? Aha. So gut. Schleierfeuer. Sind hier irgendwo ein Ding ist? Nö. Feuer, Steuerfeuer.
Okay, wo bin ich denn jetzt hier, Alter? Große Bibliothek. So oder so. Ein Knack. Und so eine komische hässliche Statue. Ah, geil. Ich muss wieder zurück, bevor mich noch jemand vermisst. Ach, die Vermischung gerade noch. Das sind Inquisitor. Auf jeden Fall ein paar Leichen. Das ist die Glocke. Ich sollte wieder in den Ballsaal zurückkehren. Was? Interessant. Was? Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, könnte den Rat der Herolde jetzt noch auf seine Seite bringen. Sieh an. Was haben wir denn hier? Na, wer bist du jetzt? Der Führer der neuen Inquisition und ruhmreicher Herold des Glaubens. Aber wie hieß sie nochmal? Von der gesegneten Andraste selbst, den Fängen des Nichts entrissen. Das ist hier im Zappeln. Was führt ein so erhabenes Wesen an den Hof, frage ich mich. Wisst ihr das überhaupt selbst? Wenn ihr etwas von mir wollt, dann sagt es. Ich bin Morrigan. Man könnte sagen, ich bin Kaiserin Selens Beraterin in arkanen Fragen. Ihr wart heute Abend sehr fleißig, habt alle dunklen Ecken des Palastes durchsucht. Vielleicht suchen ihr und ich ja dieselbe Beute. Ich wusste nicht, dass ich so genau beobachtet werde. Alle Augen sind auf euch gerichtet, Inquisitor. Tatsächlich lenkt ihr mich sogar von wichtigeren Angelegenheiten ab. Zum Beispiel? Zum Beispiel von dem ungebetenen Gast, den ich kürzlich in diesen Hallen entdeckt und getötet habe. Einen Spion aus Tevinter. Deshalb gebe ich euch das, Inquisitor. Einen Schlüssel, den er bei sich hatte. Wozu er dient, weiß ich nicht. Aber falls Selene in Gefahr ist, kann ich sie nicht allein lassen, um es herauszufinden. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt Selene allein gelassen? Ist das klug? Ich muss gleich zu ihr zurück, aber sie ist in Sicherheit. Vorläufig.
Nur ein Idiot würde sie in aller Öffentlichkeit attackieren, vor ihrem gesamten Hofstaat und der kaiserlichen Wache. Warum beschützt ihr Kaiserin Selen? Seid ihr ihre Leibwächterin? Sehe ich für euch aus wie eine Leibwächterin? Sollte Selen irgendetwas zustoßen, würden sich alle Augen zuerst auf ihre okkulte Beraterin richten, selbst wenn sie es besser wüssten. Das Wasser ist voller Haie und ich habe nicht vor, mich fressen zu lassen. Jetzt nicht und in Zukunft nicht. Warum habt ihr den Spion getötet? Vielleicht hätte er nützliche Informationen gehabt. Ich hatte nicht vor, den Mann zu töten, aber er hat mich angegriffen. Warum? Vermutlich, weil ich ihn bei irgendetwas ertappt hatte. Ich wusste nicht, woher er gekommen war und bedauere nur, dass ich ihn nicht lebend dingfest machen konnte. Welche Ziele das Reich hier verfolgt, wisst ihr vermutlich weit besser als ich. Ich sehe mir einige Türen an. Seid vorsichtig, Inquisitor. Hier wimmelt es von Feinden. Und nicht alle arbeiten für Tevinter. Was als nächstes kommt, wird sicher aufregend. Okay. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Okay. Buchen. Komplett anderer Abschnitt hier. Oh. Wieso haben Sie die Diener getötet? Sie waren unbewaffnet. Weil sie im Weg standen. Sie waren für irgendjemanden unbedeutende Hindernisse auf dem Weg zur Macht. Wollte erst einmal eine ganze Sache wieder anziehen. Wo ist das? Wahrscheinlich. So gerade. Kampfausrüstung, so muss das. Ich wollte nur schießen. Das müssen die Elfen sein, die Briellas Leute suchen. Okay, trotzdem kurz und wieder erstmal rein. Was ist da oben? Zurück, bevor mich noch jemand vermisst. Gar nichts musst du. Wunderbar.
Okay, da lang müssen wir jetzt. Hier ist doch sicherlich irgendetwas zu finden. Noch eine Statue. Nice. Hier auch. Wäre zu eintönig gewesen, glaube ich. Das war kein Bediensteter. Was wollte er hier? Ist das Gesparts Familienwappen am Heft des Dolches? Zeit, mit dem Großherzog zu reden. Mhm. Venatori-Spione! Das muss der Anführer der Venatori sein. Die Venatori haben uns beobachtet. Sie sind organisiert. Kam von hier. Hier war aber alles weggeklatscht, ne? Er ist direkt in meine Falle rein. Meine Waffenbrocke ist direkt reingelaufen. Sehr schön. Genau so mag ich das. Guck, da liegt die Waffenbrocke sogar noch. Doch. Nenn ich das. Hier, Charakterbogen. Nicht also Bulle, sondern Black Bulle. Das Level Up. Der ist Vorreiter? Was ist jetzt seine Dings? Schlachtenmeister. Wie hat der aber das? Dann mach ich automatisch. Komm, egal. Einfach alle die Luft springen hier. Wir haben Glück, dass nicht alle durch die Waffenbrock gestorben sind, ey. Okay, ich bin noch was. Fordert mehr. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht durch. Na, nee, kann hinten rum. Das ist wahrscheinlich einfach eine Abkürzung gewesen. Scheiße. Okay. In your face. Na, wer hätte das gedacht? Inquisitor Lavellen, ihr hier in den Gesindequartieren? Wolltet ihr euch zur Abwechslung mal unter euer eigenes Volk mischen? Wir wurden uns noch nicht angemessen vorgestellt, nicht wahr? Ich bin Botschafterin Briella. Botschafterin also? Und wessen Botschafterin seid ihr genau? Wenn der Adel die Elfen so behandelt, als wären wir keine Bürger,
können wir ebenso gut die Insignien einer fremden Macht tragen. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Es wird Wochen dauern, den Marmor vom Tevinterblut zu säubern. Ich kam her, um meine verschwundenen Leute zu retten oder zu rächen, aber ihr kamt mir zuvor. Also, der Gesandte des Rats der Herolde im Hof, das ist nicht euer Werk, oder? Er war schon tot, als ich dort ankam. Das dachte ich mir. Ihr seid vielleicht mit dem Großherzog hier eingetroffen, aber ihr erledigt offenbar nicht seine Drecksarbeit. Ich wusste, er hat die Chevalier hereingeschmuggelt, aber die Ermordung eines Gesandten des Rates? Meuchelmörder aus Tevinter in den Palast zu bringen? Das sind Verzweiflungstaten. Espard will offenbar heute Nacht zuschlagen. Die Kaiserin muss erfahren, was vor sich geht. Ihr könnt gerne versuchen, sie zu warnen. Mir würde sie kein Wort glauben. Ich hatte euch falsch eingeschätzt, Inquisitor. Vielleicht werdet ihr ein wertvoller Verbündeter. Was könntet ihr mit einer Armee von Elfenspionen nicht alles erreichen? Ihr solltet darüber nachdenken. Ich würde ein solches Bündnis durchaus in Erwägung ziehen. Wir können einander helfen, Inquisitor. Immerhin sind wir hier beide Außenseiter. Ich weiß, woher der Wind weht. Ich wette, ihr seid an den Friedensgesprächen beteiligt, noch bevor die Nacht vorüber ist. Und wenn ihr dabei zufällig ein wenig in unsere Richtung tendiert, könnte sich das für uns beide als vorteilhaft erweisen. Nur so ein Gedanke. Und ist es nicht seltsam, dass wirklich jeder auf diesem Fest versucht hat, uns zu bestechen? Naja, das sind also Adlige. Reiche versuchen einen immer zu bestechen, weil sie halt das Geld dafür haben. So, ich habe da links noch was und ich habe da noch was. Also gehen wir erstmal. Achso, das ist einfach beides nach unten. Wahrscheinlich. Aber ich will da noch um. Inquisitor. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, so hält man den Bogen nicht. Ich danke euch, Inquisitor. Hüter des Ritters. Das ist die Glocke. Ich sollte wieder in den Ballsaal zurückkehren. Okay. Das hätte ich gar nichts gemacht. Interessant. Achso, ach komm, scheiß auf. Schon wieder lauschen. Wo kommt der denn jetzt her? Inquisitor Lavellen? Wir kennen uns. Ich bin Großherzogin Florian de Chalon. Willkommen auf meinem Fest. Nee, ich kenne dich nicht. Kann ich etwas für euch tun, euer Gnaden? Ja, das könnt ihr. Ich denke, heute Abend sorgen wir uns beide um eine bestimmte Person. Kommt, tanzt mit mir. Auf dem Parkett hören uns die Spione nicht. Mir ist egal, was die Spione hören. Das sollte es aber nicht. Sie melden jeden Blick, jede Geste euren Feinden. Kommt! Seit wann interessieren sich die Dalish für die Politik? Was wisst ihr über unseren Bürgerkrieg? Was denkt ihr, sollte ich wissen? Mein Bruder und meine liebe Base bekämpfen sich schon viel zu lange. Es war nicht leicht, dieses Treffen heute zu arrangieren. Und doch plant eine Partei gemeinen Verrat zu begehen. Die Sicherheit des Reichs steht auf dem Spiel. Wir wollen beide nicht, dass es untergeht. Wollen wir das beide nicht, Lady Florian? Nun, jedenfalls hoffe ich das.
In Zeiten wie diesen fällt es schwer, Freund und Feind zu erkennen. Nicht wahr? Ich weiß, ihr seid als Gast meines Bruders Gespard hier und wart schon überall im Palast. Die wir doch nur gesagt haben, dass sie mal mit Inquisitor getanzt hat. Blöde Kuh. Und in einigen Besorgnis. Wecke ich in euch Neugier oder Besorgnis, euer Gnaden? Beides, ehrlich gesagt. Der heutige Abend ist sehr wichtig, Inquisitor. Ich bin gespannt, welche Rolle ihr spielt. Wisst ihr überhaupt schon, wer Freund und wer Feind ist? Wem ihr am Hof vertrauen könnt? Wenn ich etwas gelernt habe, euer Gnaden, dann niemandem zu trauen. Im Winterpalast ist jeder auf sich gestellt. Euch dürfte nicht entgangen sein, dass gewisse Parteien heute Nacht ein gefährliches Spiel treiben. Gehören gefährliche Spiele in Orlais nicht zum guten Ton? Ihr habt nicht viel Zeit. Der Angriff steht kurz bevor. Stoppt Gespard, bevor er zuschlägt. Im Garten des königlichen Flügels findet ihr den Hauptmann der Söldner meines Bruders. Er kennt Gespards Geheimnisse. Ihr könnt ihn gewiss überreden, euch zu helfen. Wir werden sehen, was die Nacht bringt, meine Liebe. Okay. Ihr werdet in den kommenden Monaten das Gesprächsthema bei Hofe sein. Wir sollten häufiger mit euch tanzen gehen. Lieber nicht. Ich würde gern häufiger tanzen. Nur nicht mit Korypheus. Ich verspreche, ich werde ihn zu eurem nächsten Ball nicht einladen. Habt ihr etwa mit Herzogin Florian getanzt? Nö. Noch wichtiger, was passierte in den Gesindequartieren? Dort soll es zu Kämpfen gekommen sein. Habt ihr gute Neuigkeiten? Die Friedensgespräche scheinen zu stocken. Morrigan hat mir geholfen, in die Gesindequartiere zu kommen, wo ich auf einige Venatori gestoßen bin. Und auf Gaspards Dolch. Der Mann würde wirklich alles tun, um Kaiser zu werden. Dann wird der Angriff auf die Kaiserin tatsächlich heute Abend stattfinden. Selene zu warnen ist sinnlos. Sie braucht einen erfolgreichen Abschluss dieser Gespräche. Und eine Flucht wäre ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Dann sollten wir sie vielleicht sterben lassen. Mir gefällt, worauf das hinausläuft. Mir nicht. Wenn Korypheus' Plan aufgeht... Was Korypheus will, ist Chaos. Und dazu könnte es selbst dann kommen, wenn Selene überlebt. Um seinen Plan zu vereiteln, muss das Kaiserreich stark bleiben. Und das heißt, irgendjemand muss aus diesem Abend als Sieger hervorgehen. Nur muss das nicht notwendigerweise Selene sein. Sie hat recht. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt, Liliana? Manchmal ist der beste Weg nicht gleichzeitig der einfachste. Ihr wollt, dass ich entscheide, was für Orlais das Beste ist? Mehr als das. Die Entscheidung, wer den kaiserlichen Thron kontrolliert, wird Einfluss auf ganz Thedas haben. Ihr könnt Korypheus nicht aufhalten, ohne eine Wahl zu treffen. Ihr müsst jemanden unterstützen, oder alles ist verloren. Dann sollten wir Selene unterstützen. Sie ist die rechtmäßige Herrscherin. Warum sollten wir das in Abrede stellen? Weil sie Orlais an diesen Punkt geführt hat. Ich stimme für Gespard. Vorausgesetzt, seine Schwester irrt sich, was ihn betrifft. Ich würde Briella vorschlagen. Sie könnte wahren Frieden bringen, und zwar nicht nur für das Kaiserreich, sondern auch für die Elfen, die hier leben. Die Entscheidung liegt jedoch bei euch, Inquisitor. Nicht bei uns. Wie immer halt, aber Briella. Ich würde Briella unterstützen. Doch wie ließe sich das bewerkstelligen? Ich nehme an, Kaiserin kann sie wohl kaum werden. Nein, kann sie nicht. Sie kann jedoch die Macht hinter dem Thron sein. Sofern Gespard auf ihm sitzt. Das ist wahr. Sie könnte Selene niemals kontrollieren. Nicht bei ihrer Vorgeschichte. Das heißt, Selene stirbt und Gespard besteigt den Thron. Dann bräuchte Briella nur noch etwas, um ihn zu kontrollieren. Irgendein Druckmittel. Was hat euch Herzogin Florianen erzählt? Sie sagte, Gespards Söldnerhauptmann sei im königlichen Flügel.
Angeblich weiß er von dem Mordkomplott. Das könnte eine Falle sein. Oder eine Spur. So oder so solltet ihr die Privatgemächer an diesem Flügel nach Hinweisen durchsuchen. Dann verschafft mir Zugang und bringt in der Zwischenzeit eure Soldaten in Stellung. Ich kümmere mich unverzüglich darum. Und seid vorsichtig, Inquisitor. Ui.